Das ist ein großer Anglerfisch. Das sind aber... Wow! Das war ein Plesius und ein Liopleurodon. Hallo und herzlich willkommen in unserem kleinen Inselparadies. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich hoffe, ihr seid alle gesund und genießt vielleicht so ein bisschen das schöne Wetter da draußen. Wir sind heute mal wieder bei uns im Hafen unterwegs, aber nicht lange. Ich denke, wir treffen jetzt die letzten Vorbereitungen und dann gucken wir mal, ob wir ein paar von den schwierigeren Quests hier im Ocean Biome angehen können. Das war, glaube ich, gerade unser Vogel, oder? Der da immer die Geräusche macht. Ich glaube, das war Agent Fischer, der ist immer ziemlich laut. Der sitzt eigentlich da oben. Mann. Oder war das der Ichthy vielleicht? Also nicht der Ichthyornis, sondern der Ichthyosaurus hier unten? Der könnte das auch gewesen sein. Oh, nix wie weg. Da kommen wir gerade nicht hin. Der sitzt in unserer Box und die Box ist in Strudelreichweite. Gut, ja, ich bin so ein bisschen am weiter nachzüchten. Das können wir ja jetzt so relativ automatisiert machen. Das heißt, das sollte ganz gut funktionieren. Ich glaube, das reicht dann aber erstmal. Stellen wir mal ab hier. Disable Mating. Ich habe schon wieder zwei neue Jungtiere hier am Start. Das ist einmal der Kollege mit Level 210. Der hat praktisch identische Statistiken wie seine Mutter, wie Blue. Blue ist ja unser bester Moser aktuell. Die hat ziemlich gute Statistiken, ist natürlich nicht imprinted. Also von dem her nicht wirklich das beste Tier, aber halt die besten unimprinted Statistiken. Das beste Tier ist, glaube ich, Junior im Moment noch. Aber hier haben wir ein Jungtier, das könnte theoretisch besser sein als Junior. Ist mit Level 210 rausgekommen. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob wir Junior schon ein bisschen hochgelevelt haben oder nicht, ne? Ich glaube, den haben wir schon so ein bisschen hochgelevelt. Der hat nämlich nur zwei Level verfügbar. Den waren wir, glaube ich, schon so kurz unterwegs. Der hat auch 20.000 Hitpoints. Also, das ist schon eine ganze Ecke. Und der Kleine hier, der ist ja schon so ein bisschen imprinted. Der hat jetzt 18.000 aktuell. Da müssen wir dann mal die Statistiken vergleichen. Der will spazieren, schwimmen, aber der wird sowieso imprinted. Also das ist kein Stress. Genau, und dann haben wir den Kleinen, der ist mit Level 196 rausgekommen. Das ist eine Sie. Das sind beides, glaube ich, Weibchen, ne? Genau, das hier ist auch ein Weibchen. Und der hier ist halt ein bisschen schlechter rausgekommen, leider. Der hat auch nur 11.000 Hitpoints, obwohl er schon ein bisschen imprinted ist, hier 10%. Das ist natürlich nicht viel. Ich glaube, ich habe einen Namen. Moment. Du heißt von jetzt an Tiny. Dann wissen wir, wer das ist. Und für den müssen wir uns dann auch noch einen Namen ausdenken, für das Weibchen, ne? Mit dem züchten wir dann möglicherweise weiter. Mal schauen. Das mixen wir alles quer durcheinander und so. Das ist ja in Ark kein Problem. Das kann man machen. Und wir nehmen einfach immer die besten Pärchen, die wir haben aktuell, um da einen neuen Moser ranzuzüchten. Und ich habe gedacht, wir probieren dann heute vielleicht mal diese interessante Mission hier aus. The Teeth Underneath heißt die. Und da müssen wir wohl so einen ganzen Schwarm Megalodons bekämpfen. Das heißt, da brauchen wir auf jeden Fall ein starkes Tier. Und Spotty ist nicht wirklich stark. Spotty hat zwar viele Hitpoints, aber Spotty macht nicht wirklich viel Schaden. Spotty ist da draußen, den können wir eigentlich auch, dann auch mal wieder hier reinholen. Wir brauchen auch einen größeren Hafen. Wir haben ja so viele große Dinos jetzt. Das heißt, wir sollten vielleicht den Hafen noch ein bisschen ausbauen. Das können wir gleich mal machen. Und Hansi macht eigentlich mehr Schaden. Ja, Hansi macht mehr Schaden als Spotty. Das ist so ein Problem. Deswegen können wir mit Spotty, glaube ich, die Quests nicht machen. Hansi ist ja ein imprinted Megalodon und das macht halt super viel aus. Vor allem hier bei uns. Und dementsprechend sollten wir die Dinos auf jeden Fall imprinten. Der ist auch Level 265. Der haut schon richtig rein, ne, Hansi? Hansi kann ganz gut zubeißen. Gut, so viel dazu. Ich glaube, wie viel Zeit haben wir denn noch bis zum nächsten Jungtier hier? Nicht mehr viel Zeit. Gut, mal gucken, was da so rauskommt. Ich bin gespannt. Das ist ja immer so ein bisschen eine Wundertüte. Ich hoffe, wir kommen wieder bei Level 211 oder so raus. Das wäre mega. Und jede Sekunde. Da kommt er. Ein kleiner. Level 210. Super nice. Accept. Komm mit hier hoch. Wir können dich direkt mal umstellen eigentlich. Und die sind halt alle so super schön bunt. Mit den Flecken und der blauen Finne. Das sieht halt so cool aus. Behavior disable wandering. Und dann kommst du mal mit hier hoch. Dass du immer imprinted wirst. Zur Nanny.
Dann gucken wir gleich mal nach den Statistiken, ne? Können wir dann direkt wieder mit der Mutter vergleichen? Bleib mal hier, das müsste reichen. Und dann müssen wir auch so ein bisschen drauf achten, dass mit dem Füttern funktioniert nicht immer. Das ist so ein bisschen Glücksspiel. Die Nanny füttert meistens, aber manchmal auch nicht. Also gerade die neuen Jungtiere füttert sie irgendwie nicht. Die muss man dann einmal füttern und dann macht die Nanny das meistens weiter. Also bei dem hier funktioniert das nämlich jetzt. Meistens. Der wurde schon mal gefüttert. Aber der ist jetzt auch schon über 10%, ne? 13% Imprinting, das heißt, der ist groß genug, um aus der Feeding Trough zu fressen. Das heißt, der wird wahrscheinlich auch nicht mehr gefüttert. Bin ich mir nicht sicher. Ich glaube, die Nanny gibt ihm trotzdem was irgendwann. Aber da sollte man sich auf jeden Fall nicht drauf verlassen. Das habe ich auch schon, das habt ihr mir auch schon in die Comments geschrieben und so. Da müssen wir auf jeden Fall aufpassen, dass, wenn man die Nanny verwendet, die Dinos trotzdem immer gut gefüttert werden, weil die Nanny das manchmal nicht gescheit macht. Und solange die so wenig Food haben, ist das halt ein bisschen risikoreich. Jetzt hat sie 10 Food reingepackt. Also das dauert einfach manchmal ein bisschen. Und ihr seht, wie ihr das wegzieht. Eins nach dem anderen. Der veratmet die hier instant. Und der hat jetzt 16.000 Hitpoints, also wie die Mutter. Der hat auch 40.000 Torpor wie die Mutter. 16.000 Stamina ist auch der gleiche Wert. Gewicht ist gleich. Ich weiß das inzwischen schon auswendig. Milli-Damage ist, glaube ich, minimal besser, weil wir schon 2% haben jetzt. Ich glaube, das ist auch der gleiche Wert. Und Gewicht passt. Food 34.000. Das könnte ein bisschen weniger sein. Das können wir mal checken. Food haben wir hier auch den gleichen Wert. Also schon wieder die gleichen Statistiken wie die Mutter. Das ist echt komisch. Das ist ein bisschen langweilig. Normalerweise mischt sich das ja so ein bisschen. Aber das ist genau das, was wir wollen, weil der Vater ist ja nicht so gut. Spotty ist ja deutlich niedriger vom Level her. 219, aber schon massiv hochgelevelt. Und Blue ist gar nicht hochgelevelt und ist 210. Also ein Riesenunterschied auf jeden Fall. Gut, so viel zu denen. Dann brechen wir, glaube ich, mit unserem neuen auf. Ne? Da warten wir doch noch ab, bis der ausgewachsen ist. Der kriegt dann einen Sattel. Oh, das dauert noch ein Weilchen. Bis sie ausgewachsen ist. Oder wir brechen mit Junior auf. Das müssen wir dann vergleichen. Also wir müssen warten, bis sie ausgewachsen ist. Wir brechen dann mit dem Schlechteren auf. Ach, das können wir ja auch nicht, ne? Mir fällt hier gerade ein, das ist ein Weibchen und Junior ist das Männchen. Wir müssen testen... Hat er die gleichen Statistiken wie Blue, ne? Das heißt, wir könnten theoretisch mit Blue aufbrechen und dann mit denen hier weiter nachzüchten. Das können wir auf jeden Fall tun. Aber Blue ist dann wieder nicht imprinted. Das heißt, wir haben da wieder ein bisschen schwächeres Tier. Wir können mit Junior nicht aufbrechen, weil das ja unser bestes Männchen ist. Und ich will da kein Risiko mehr eingehen. Wir lassen unsere besten Dinos jetzt hauptsächlich zu Hause, wenn es irgendwie geht. Weil wir wollen da keine verlieren. Und die Quests sind halt super risikoreich, weil man nie weiß, wie gefährlich die sind. Die eine Quest schafft man super easy und die andere ist dann halt wieder komplett unmachbar. Und manchmal kommt man da nicht rechtzeitig weg und dann verliert man wieder ein Dino. Das heißt, wir wollen da auf jeden Fall nicht unsere besten Dinos verlieren. Ich habe auch mal angefangen übrigens. Ah ja, hier sitzt jetzt Langfinger. Der ist jetzt auch hier. Den können wir auch mal irgendwo auf den Schrank setzen. Oder auf den Tisch. Und ich habe mal angefangen, ein paar Jerkies herzustellen. Hier oben stehen jetzt unsere Preserving Bins. Das ist der aus der Raft Mod. Das Preserving Barrel. Das hat inzwischen nichts hergestellt. Also da bin ich mir nicht so sicher, ob das funktioniert. Das steht nämlich schon ein Weilchen. Vielleicht funktioniert das auch nur mit normalem Cooked Meat, ne? Könnten wir auch mal ausprobieren. Okay. Das lassen wir hier einfach weiter sitzen und mal schauen, ob irgendwann was passiert. Wir haben Öl und wir haben Spark Powder. Und dann habe ich noch die Superstructures-Teile hingestellt und die... Ah, das dauert einfach so lange, ne? Cooked Meat Jerky? Die stellen das jetzt her. Das dauert einfach nur ewig lange. Gut. Dann wird das hier wahrscheinlich auch nicht schneller sein. Das wollte ich mal testen, welche da am schnellsten sind. Ich glaube, die sind genauso schnell wie die Vanilla-Teile. Das dauert nämlich super lange. Und das hier wird dann wahrscheinlich auch genauso schnell sein. Das sehen wir dann irgendwann, wenn die ein paar produziert haben. Und dann brauchen wir zum Kibbles herstellen, glaube ich, noch Honig. Und also wir brauchen diese Kibble Paste. Wir stellen es jetzt mal mit der Mod her, mit der HG Kibble Bench. Wir könnten die natürlich auch so herstellen, am Kocher, vanillatechnisch. Ich glaube fast, ich weiß nicht, ob das einfacher ist. Das macht keinen großen Unterschied, aber wir brauchen halt die Rezepte, ne? Wir müssen halt dann die Rezepte nachgucken, aber ich glaube, das kostet fast das Gleiche. Sehr ähnlich auf jeden Fall. Wir brauchen hier halt bestimmte Ressourcen, wie zum Beispiel Honig, was wir noch nicht haben.
Lazarus Chowder, das ist so eine Suppe, die wir uns kochen müssen. Und ja, es gibt da so ein paar Sachen. Wir müssen ein paar Suppen kochen, wir müssen auf jeden Fall Honig holen. Das ist ziemlich aufwendig, deswegen haben wir ja bis jetzt noch keine Kibbles, weil das so ein Riesen-Act ist. Also mal gucken, ob wir da ein bisschen weiterkommen und uns dann so ein paar Tiere mittels Kibbel zähmen. Oder ob wir das weiter mit Fleisch so halbprofessionell machen. Mal schauen. Ich warte jetzt mal ab, bis hier das Weibchen groß ist. Und dann schauen wir mal weiter, wie wir das machen. Wir haben ja jetzt auch noch ein zweites Weibchen. Also wir könnten auf jeden Fall mit Blue los, weil wir haben ja jetzt noch ein Nachzuchttier hier. Nämlich den hier, den 210er. Der ist genauso gut wie Blue und der ist dann sogar imprinted später. Und es ist ein Weibchen, genau. Das ist praktisch dann der Blue-Ersatz. Und bei dem Weibchen, das war auch wie Blue. Das heißt, wir könnten mit dem Weibchen los, weil wir haben das Weibchen da unten. Und das ist ja genauso gut. Also wir könnten auf jeden Fall mit dem neuen Nachzuchtweibchen dann los. Dann müssen wir nicht mit Blue los. Blue bleibt dann zu Hause. Ja, Spotty und Blue und so, die können sich dann hier, die gehen dann hier in Rente bei uns. Die können sich hier dann ausruhen und chillen. Wir gehen dann mit den Nachzuchttieren los, weil der Imprinting-Buff halt so super wichtig ist. Dann sind die deutlich stärker. Ich glaube, wir holen jetzt mal kurz Spotty. Gut, hier sieht alles in Ordnung aus. Spotty ist, glaube ich, jetzt schon auf 500% Melee-Damage. Und das reicht trotzdem nicht. 600 sogar. Das ist aber trotzdem nicht super viel. Also die Hansi macht immer noch ziemlich viel Schaden. Mehr Schaden als der Moser. Das ist natürlich schon ziemlich krass. Von dem her müssen wir da auf jeden Fall so ein Imprinted Dino mitnehmen. Gut, jetzt stellen wir, glaube ich, noch mal kurz die Metallplattform her. Damit die Mosas auch einen schönen Hafen haben, wo sie wohnen können praktisch. Das wäre, glaube ich, noch eine coole Idee. Da guckt ein Fisch, ein toter Fisch aus dem Wasser. Die sterben manchmal von selber, das kennen wir ja. Wenn die aus dem Wasser springen, dann haben sie kein Wasser mehr und sterben am Instant. Gut, ich habe die Ressourcen schon zusammengeholt. Das wollten wir ja schon ewig lange machen. Und ich glaube, die ist deutlich größer als die... Da fehlt ein Polymer, das ist schon wieder schlecht geworden. Ja, als die Holzplattform. Das hier ist ja die Holzplattform. Die haben wir schon stehen. Zwei Stück sogar, ne? Die kosten Shell Fragments. Und dann gibt es diese Metallplattform. Die kosten keine besonderen Ressourcen, aber halt ziemlich viel Metall und Cementing Paste. Und ich glaube, die sind noch größer als die Holzplattform. Also genau Moser-Größe. Perfekt. Und die sind ziemlich schwer. Nehmen wir wieder die Abkürzung über den Balkon. Zip. Und dann stellen wir die, glaube ich, hier draußen mit ran. Hier bei MacGyver. Ungefähr hier. Ist die... Ja, die ist noch größer, oder? Aber nicht so viel größer. Hier gibt es auch wieder ein Limit. 2 von 4. Oh, die ist schon ziemlich groß. Wollen wir die hier so dran klatschen? So sehen wir ein bisschen mehr. Ich glaube, so... Könnte das sogar ganz gut passen, ne? Dann machen wir das vielleicht doch so. Ich wollte die eigentlich so neben die Insel stellen, da hinten. Aber ich glaube, so passt es besser. Die ist ein bisschen zu groß fast. Ja, also wir sehen die Größe hier genau. Die ist größer als unsere Holzplattform. Aber nicht super viel. Vielleicht so 4 Foundations breiter, ne? 3, 4. Okay, dann machen wir das so. Müssen wir einmal kurz umparken. Die Kork steht im Weg. Wo stellen wir die denn hin? Hier ist überhaupt kein Platz mehr. Die können wir dann parken, sobald die nächste Plattform steht. Die hat hier echt keinen Platz mehr. Unser Hafen ist zu klein. So. Ja, ich stelle die mal hin und parke die ganzen Mosas um. Und sobald hier unsere Dame fertig ist, was noch echt lange dauert, die ist bei 40%. Können wir da mal aufbrechen und die neue Quest ausprobieren. Das wird also noch ein ganzes Weilchen dauern. Ich passe da so ein bisschen auf die Jungtiere. Ist eigentlich auch gut, wenn wir noch ein bisschen hier sind und immer checken können, dass die hier genug zu fressen haben und imprinted werden und so. Das ist auf jeden Fall eine gute Sache. Ich traue der Nanny noch nicht so ganz. Ich habe da vieles gehört, dass die manchmal ihren Job nicht so richtig macht. Und da müssen wir auf jeden Fall aufpassen. Okay, ja. Stellen wir die mal schnell hier hin und... Dann packe ich erstmal alle um.
Ich glaube, wir machen das wieder so mit so einer coolen Rampe. Süp. Yeah. Die ist halt echt monströs. Stellen wir die mal so halbwegs schlüssig hier dran, dass wir da keine Brücken oder so brauchen. Weil Brücken dürfen wir ja nicht bauen. Das wollen die Plattformen ja nicht. Wir dürfen nichts bauen, was irgendwie über die Plattform rausragt. So. Das sieht ganz gut aus, oder? Und dann stellen wir die jetzt vorne vielleicht bündig abschließend. Wäre ganz cool, oder? Ich weiß nicht, ob wir das hinkriegen. Das sehe ich nicht so richtig. Was müsste ungefähr passen? Stellen wir die so hin. Bäm! Da steht sie! Riesig! Yeah! Das ist also die Metallplattform. Gut, dann haben wir die auch mal getestet. Und die ist auf jeden Fall groß genug, dass da so ein paar Mosas drin wohnen können. Das sollte kein Problem sein. Und wir können die auch wieder hochheben. Aber wahrscheinlich nicht mehr lange, ne? Oder? Climb down. Pick up. Oh oh. Ja, also momentan dürfen wir sie auf jeden Fall hochheben. Ich denke später nicht mehr, oder? Müsste doch so ein Timer laufen. Demolish. Ja, jetzt dürfen wir sie nicht mehr hochheben. Okay. Gut. Damit ist unser Hafen auf jeden Fall ein ganzes Stück gewachsen. Dann können wir wieder ein paar Schiffe hier parken. Perfekt. Und da bin ich auch schon wieder mit Junior. Wer hätte es gedacht? Ja, ich hatte ziemlich viel Zeit und sagen wir mal, wir haben jetzt ein Jungtier, ein männliches Jungtier, was noch besser ist als Junior. Das heißt, ihr könnt auf jeden Fall Junior mitnehmen. Junior hat ja den guten Sattel sowieso schon drauf gehabt, den 72er Sattel. Den können wir noch ein bisschen upgraden, wenn wir schwierige Sachen angehen wollen. Jetzt gucken wir mal, wie weit wir so kommen. Junior ist ja auch noch nicht hochgelevelt. Ich habe jetzt ein bisschen gelevelt. Wir sind jetzt auf Level 225. Das ist eigentlich ein cooler Wert, ne? Max-Level. Für gezähmte, frisch gezähmte Dinos. Und wir haben auch schon einen Haufen Zeug gefunden, auf jeden Fall. Ich habe auch schon so ein bisschen aussortiert. Da unten ist ein riesen Haufen Pakete, schwimmt da rum. Und wir sind jetzt in der Nähe von diesem The Teeth Underneath. Quest-Punkt. Und das probieren wir jetzt mal aus, ne? Wir wollten ja wissen, wie das funktioniert. Ich weiß immer noch nicht so recht, wie man die Mosa steuert, aber ich glaube, da gibt es auch keinen besonderen Trick. Das hat schon immer nicht so wirklich einfach funktioniert. Die sind halt... Oh, da ist schon wieder einer. Friss ihn! Die sind halt ein bisschen schwierig zu steuern. Und jetzt steckt er fest. Junior, komm mal her jetzt. Was machst denn du wieder? Bleib mal bei mir. Hier sind ziemlich viele Anglerfische unterwegs. Das ist gut zum Leveln. Die kommen sowieso immer angeschwommen, dann kann man die gleich auffressen. Und da ist ein Nautilus, ne? Muss man ein bisschen aufpassen. Gut, bleib mal hier. Ja, gut, bleib da oben von mir aus. Nee, komm mal her. Ich weiß nicht, ob wir mit Junior überhaupt kämpfen müssen oder ob wir irgendwie ein Tier gestellt kriegen. Ich denke aber, dass wir mit Junior kämpfen müssen. So ist gut. Und dann starten wir das Ganze mal. Wir starten wieder auf Gamma, gucken uns das erstmal an. Und dann können wir uns immer noch überlegen, ob wir das irgendwann vielleicht ein bisschen schwieriger gestalten wollen. Dann muss ich da drin bleiben. Waiting for players. It's a retrieval test. Okay. Should be straightforward. Das habe ich schon mal gehört. Next checkpoint. Oh nein, Checkpoints abschwimmen mit Mosa. Let's have a look. Scanner wait here, activate. Ich kann nicht warten. Wir treiben immer weiter. Das ist ein großer Anglerfisch. Das sind aber... Wow! Das war ein Plesius und ein Liopleurodon. Mega! Das ist ziemlich cool, ne? Aber auch gefährlich. Liopleurodons machen, glaube ich, überhaupt keinen Schaden. Aber die Plesios sind schon fies. Und wenn das schon so anfängt, dann treffen wir bestimmt irgendwann Mosas. Oh oh. Das ist wie in den Sümpfen. Das heißt, wir müssen jetzt die ganzen Questpunkte hier irgendwie verteidigen. Und dürfen dann weiterschwimmen, wenn wir alle getötet haben, so in etwa. Aber wenigstens haben wir hier eine Anzeige, dass wir hier warten müssen. Das ist schon mal cool. Dann wissen wir auch, was wir tun müssen. In den Sümpfen gab es da keine Anzeige. Wir hätten da trotzdem immer warten müssen. Da komme ich nicht hin. Wir dürfen weiterschwimmen. Da ist noch ein Plesius. Ist das ein Quest-Plesius? Ich glaube. Schwer zu sagen. Weil die sind echt selten, wie gesagt.
Ich habe, glaube ich, erst einmal einen Plesios gesehen und da waren wir beim Haifisch unterwegs und das war mir dann ein bisschen zu stressig. Das sind wir dann abgedampft. Oh, ein Rochen. Bisschen laggy. Gut. Das könnte natürlich... Oh, oh. Da kommt noch ein Plesios. Gut, wir können theoretisch schon wieder weiterschwimmen. Wir machen die jetzt aber alle mal weg, sonst hängen die an uns dran. Und hinter uns können wir uns nicht gut verteidigen. Ja, ist ein bisschen framey. Das ist ja immer so. Okay. Immer bei den Quests, wo man so viele Ressourcen erntet. Next Checkpoint. Dann haben wir auf jeden Fall mega viel Fleisch danach. Und ich habe zum Glück auch unsere Taucherflasche dabei. Die könnte ich jetzt mal anlegen, theoretisch. Ungefähr. Da muss ich jetzt ins andere Inventar. Wenn uns der Sauerstoff ausgeht, dann lege ich einfach die Sauerstoffflasche an, damit wir keine Zeit hier verlieren. Da müssen wir gar keine Luftblasen suchen, weil das dauert immer ein bisschen und ist natürlich super gefährlich. Wir haben eine halbe Stunde Zeit. Das ist schon mal gut. Ich werde jetzt mal die ganzen Punkte verteidigen. Ihr kennt das ja. Und wenn irgendwas Interessantes passiert, dann hole ich euch direkt wieder dazu. Aber sieht so aus, als wären das alles hier Liopleurodon, Haifische, also Megalodons und ein Haufen Aale. Und natürlich hin und wieder ein Plesios. Solange das so bleibt, bin ich eigentlich ganz zufrieden. Ich habe nur ein bisschen Angst vor den Bossen, ne? Also wer weiß, was da noch kommt. Ich rechne fest mit Mosas und hoffe, dass wir nicht mit Tusitoites zu tun kriegen. Weil mit denen hätten wir so ein bisschen ein Problem. Wir sind nicht immun gegen den Tusitoites-Angriff. Wir sind in der Luftblase gefangen. Das heißt, er könnte uns packen und es könnte auch ziemlich gefährlich für uns werden. Oh, hier geht's echt ab. Okay, wir sollen jetzt irgendwas hier holen. Toothy, Megalodon. Okay, sind das kleine Mini-Megalodons? Nee, das sind echte. Oh oh. Die sind bestimmt gefährlich, oder? Watch out! Die kommen jetzt alle auf einmal. Golden Striped Megalodon. Oder... Yeah! 150er? Die, schade, dass man die nicht zähmen kann. Wow, jetzt haben wir wieder einen Riesen-Lag. Also, je mehr man in kurzer Zeit erntet, desto schlimmer laggt es dann auch. Und diese Quest, da tötet man über längere Zeit richtig viele Tiere und dann scheint es immer schlimmer zu werden. Das ist eigentlich ein uralter Bug, der war wirklich schon mal behoben. Aber der ist scheinbar wieder komplett da. Na gut, jetzt können wir die Zähne einsammeln, oder wie? Da kommt auch einer. Den müssen wir noch schnell aufessen. Ich drehe jetzt gar nicht um, weil hier wieder herzufinden, ist immer schwierig. Okay. Ich glaube, wir sind safe. So halbwegs. Golden Striped Megalodon Tooth. Da kommt noch einer. Achtung. Bleib mal bei mir. Okay. Wow. Also das ist echt ziemlich easy eigentlich. Die normalen X-Megalodon, die so rumschwimmen, die sind fast fieser. Die sind nämlich, die nehmen viel weniger Schaden. Jawohl. Oh, wir müssen erst abdampfen jetzt. Wir sind noch nicht fertig. Ja, die nehmen sehr wenig Schaden, die X-Megalodons, die hier normalerweise rumschwimmen. Und die sind wirklich schwer zu töten. Wir machen ja jetzt schon irgendwie 1200 Schaden oder so normalerweise. Ja, wir müssen die ganzen Punkte einsammeln, okay. Aber an den normalen, nur an den normalen Tieren und nicht an den X-Tieren. Die X-Tiere nehmen irgendwie nur so 300-400 Schaden. Das ist halt echt wenig. Und bei den Quests ist das viel cooler, da nehmen die viel mehr Schaden. Okay. Wir schwimmen jetzt einfach hier entlang und bringen das irgendwo hin, ne? Irgendwer will unsere Zähne. Wir haben aber nur 4 Minuten Zeit, sehe ich gerade. Das ist natürlich nicht so gut. Jawohl! Die Strecke war ein bisschen kürzer als im Sumpf. Aber im Prinzip war das genau die Sumpfquest. Die kennen wir also schon sehr gut. Jetzt natürlich die Frage, ob das dann auf Alpha- und Beta-Schwierigkeit, ob das da auch eine kürzere Zeit ist, ob man da schneller sein muss. Wenn ja, dann ist es auch deutlich schwieriger. Oh. Ich glaube, ich habe irgendwas. Die haben wir irgendeinen so einen Nautilus erwischt? Eigentlich nicht, oder? Komisch.
Wir waren doch gar nicht am Boden unterwegs. Vielleicht haben wir irgendwo aus Versehen mal Nautilus gebissen. Aber der Debuff ist gleich weg. Gut, jetzt gucken wir mal, was wir bekommen haben. Wir haben bekommen Handschuhe aus der Hazard Suit, aus dem Hazard Suit Set. Das ist mega. Primitive. Aber ziemlich viel Rüstung, ne? 86, auch Primitive. Gibt es da überhaupt bessere Qualitäten? Möglicherweise nicht, weil die haben ziemlich gute Rüstungswerte. 92 und ist trotzdem Primitive. Ich glaube, da gibt es dann wie beim Tech-Equipment keine verschiedenen Qualitäten. Kann das sein? Ramshackle Flossen? Das ist gut. Das ist super nice. Weil die ja immer so schnell kaputt gehen. Aber die haben auch nur 73 Haltbarkeit. Und die normalen haben scheinbar 60. Das heißt, das bringt uns nicht viel. Oh, das sind noch mehr. 75. Okay. Und noch mehr. 71. Also man kriegt hier ziemlich viel Tauchequipment, das ist cool. Flossen sind cool. Auch die Hazard Suit ist cool. Die können wir bestimmt mal gebrauchen. Die könnten wir mal im Luna Biome testen. Das haben wir, glaube ich, haben wir das schon gemacht? Ich glaube noch nicht. Noch nicht das komplette Set zumindest. Und ein paar Suppen bekommen. Einen coolen Revolver, der jetzt aber auch nicht besonders toll ist. Also das ist so das, was man hier bekommt scheinbar. Einen schönen Helm, der ist ganz nett. Und wenn wir das schwieriger machen, dann werden wir den gleichen Loot bekommen, aber in besserer Qualität. Also das wird sich auf jeden Fall lohnen. Das dauert ein Weilchen. Die Quest ist ziemlich aufwendig. Also die dauert schon so eine halbe Stunde dann knapp. Und die ist auch nicht so ungefährlich. Da kommen schon ganz schön viele. Auf Gamma-Schwierigkeit war das jetzt aber ziemlich easy mit Junior. Wir haben ja den guten Sattel. Und ihr seht, wie viel Schaden wir genommen haben. Wir sind, glaube ich, ungefähr... Haben wir überhaupt groß Schaden genommen? Ich glaube, wir sind ungefähr mit dem Wert gestartet, den wir jetzt auch wieder haben. Der regeneriert halt ziemlich schnell. Also, ja, wir haben wahrscheinlich nur ein paar tausend Schaden genommen. Relativ wenig. Wir haben jetzt 30.000 Hitpoints. Wir sind bei 1200 Millidamage, also mega gut. Ich weiß nicht, ob wir noch mehr in Health gehen sollen oder in Millidamage. Ich würde jetzt fast noch weiter in Millidamage gehen, weil mit dem Sattel sind wir, glaube ich, ziemlich gut geschützt. Wir könnten natürlich auch noch auf 40.000 Hitpoints gehen. Das wäre sicherlich... sicherer. oder wir warten erstmal ab. Ich bin mir noch nicht sicher, was wir da leveln wollen. Wir müssen mal abwarten, was die Quests so mit sich bringen. Ob die Dinos dann super viel Schaden machen oder ob das besser ist, wenn wir die schnell killen können oder so. Müssen wir halt einfach mal ausprobieren. Bei dem, ja, das müssen wir erstmal testen, bevor wir wissen, wie wir die Dinos genau leveln wollen. Das heißt, ich level jetzt erstmal nicht weiter, sondern wir gucken dann. Das sind schon ziemlich krasse Werte. Da bin ich voll zufrieden mit. Mit Junior sollten wir auf jeden Fall die ein oder andere Quest hier noch schaffen. Da gibt es noch ein paar richtig schwierige. Fand ich jetzt natürlich so ein bisschen langweilig, dass die Quest sehr ähnlich war, beziehungsweise praktisch identisch zu den Quests, die wir schon aus dem Sumpfbiom kannten. Also ich hätte mir jetzt gewünscht, dass es hier irgendwie so ein paar andere Quests gibt. Aber das war jetzt auch nur eine. Wir haben noch nicht viele gemacht hier. Naja, wir sind, glaube ich, das Rochen-Race sind wir schon geschwommen. Das war echt mega cool. Und diese Quests, das waren, glaube ich, die einzigen beiden, die wir gemacht haben. Gibt es da eigentlich eine Zeit? Haben wir irgendwie... Ja, da gibt es eine Zeit. 160 Sekunden, oder wie? Das kann nicht sein. Also was auch immer das ist, das wäre sehr schnell gewesen. Wir haben auf jeden Fall so eine Zeit hier, die wir dann auch wieder versuchen können zu knacken. The Teeth Underneath heißt die Quest. Die gibt es ja auch noch in Beta und in Alpha. Und da gibt es dann auch schon ziemlich viele... 30.000 Hexagons ist natürlich schon richtig gute Belohnung. Wir haben jetzt knapp 2.000 bekommen. Wir könnten auch mal wieder einkaufen, theoretisch. Aber ich weiß nicht, ob sich das lohnt. Rede mal mit mir. Stopp. Ja, fast. Im Moment geht es wieder nicht so gut. Warten wir mal kurz ab, bis sich unser HLNA so ein bisschen beruhigt hat. Beruhigst du dich heute noch? Also, das wird immer wieder abgebrochen. Wir können bei Gelegenheit mal wieder in den Shop reingucken. Das scheint jetzt hier auf dem Dino nicht so gut zu funktionieren oder was, weil wir uns so viel bewegen. Das ist halt einfach sehr, sehr umständlich mit dem HLNA. Wir könnten uns so ein Top-Tier, so eine Lootbox kaufen. Mal gucken, was da drin ist. Die sind, glaube ich, ein bisschen geändert worden. Also da kriegt man jetzt nicht jedes Mal den Tech Replicator, so wie das am Anfang war. Sondern, ich glaube, den kriegt man nur einmal oder... Man kriegt den gar nicht mehr. Ich bin mir gar nicht sicher. Vielleicht kann man den jetzt auch so herstellen. Ich bin mir nicht mehr 100% sicher. Auf jeden Fall wurde das gefixt. Das heißt, man hat jetzt nicht in jedem von diesen Lootboxen so einen Tech-Replicator.
Das ist schon mal ganz cool. Das heißt, man kriegt vielleicht ein anderes cooles Item statt diesem Replicator. Na gut, dann würde ich sagen, lassen wir es gut sein für heute. Wir haben eine ziemlich haarige Quest geschafft, die aber dann doch super easy war mit Spotty. Schmarrn mit Junior. Wir haben schon wieder so viele Dinos. Wir haben auch noch ein paar von den Mosas, die keine Namen haben. Da brauchen wir auf jeden Fall noch ein paar gute Namen. Und der Nachfolger von Junior, das neue Jungtier, der ist echt mega gut. Den muss ich euch dann unbedingt nochmal zeigen. Für heute war es das aber erstmal. Ich danke euch fürs Zuschauen. Schön, dass ihr dabei wart. Und wir sehen uns dann in der nächsten Episode. Bis dann. Tschüss. Hello there.